Ground Upon Fans, herzlich willkommen in Tigre FC Nummer 13 hier in Saarbrücken und neben mir steht jetzt Thorsten Jakobs und Thorsten hat aktuell gerade seinen Kampf gegen Oleg Bench siegreich beenden können und ja, ich darf gratulieren und meine erste Frage, gib uns mal deine Eindrücke, denn ja, direkt nach dem Kampf, wie es gelaufen aus deiner Perspektive? Also ich muss sagen, harter Gegner, hat sehr harte Hände gehabt, war ein paar Mal gut getroffen, direkt Nasenbluten bekommen, auch gute Low-Kicks, die haben ordentlich gesessen, aber ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Takedowns gut durchkomme und dass ich im Boden die Kontrolle halten kann und da heute dann mein Game liegt, im Boden die Kontrolle halten und gucken, was sich ergibt, von da aus weiterarbeiten. Das war jetzt dein zweiter Profikampf, 2-0 dann jetzt. Bei dem letzten, also deinem ersten Profikampf, das war eine kurze Sache, das war ein TKO in der ersten Runde. Bisher hat man von dir aber hauptsächlich im Amateurbereich Submission-Siege sehen können. Heute auch wieder Submission. Was war heute anders? Gerade gegen einen Gegner wie Oleg Bench, der vom Hanzo Gracie Gym, ja, mit sicherlich wahrscheinlich einiger Erfahrung im Boden dort angetreten ist. Wie lief es heute? Direkt Takedown gesucht? Ja, ich meine, ich fühle mich wohl im Boden. Eigentlich war heute geplant, mal ein bisschen mehr zu striken, weil daran habe ich jetzt in letzter Zeit eigentlich ganz gut gearbeitet. Aber war zum ersten Mal, dass ich wirklich viel größeren Gegner hatte, also der größere, dass ich mehr Reichweite hat, hat es mir echt schwierig gemacht, weil er ist auch sehr gut im Stand, wie man sehen konnte. Und von da aus habe ich mich dann darauf zurückbesinnt, was bis jetzt immer geklappt hat. Und es hat geholfen. Rear Naked Choke, am Ende dann deine Submission der Wahl diesmal. Und ich habe auf das Striking so ein bisschen angespielt. Das ist so ein bisschen noch, was man von dir vielleicht noch so ein bisschen erwartet. Gerade auch nach dem TKO haben wir gedacht, na, jetzt startet er auch im Stand so ein bisschen durch. Können wir da noch ein bisschen was von dir erwarten? Ich hoffe, dass ich mich da weiterhin verbessern kann. Ich arbeite hart dran, aber das wird die Zukunft dann zeigen, wie es läuft. Es kommt halt auch immer auf den Gegner an, von daher. Du sprichst die Zukunft an. Wie sieht sie denn bei dir aus? Wann können wir dich wiedersehen? Das ist momentan noch ungewiss, weil ich habe jetzt eine neue Arbeitsstelle angefangen, Studium dieses Jahr zum Glück beenden können, meinen Bachelor gemacht. Jetzt liegt der Fokus erstmal wieder auf der Arbeit und dann wird sich das mit der Zeit zeigen, was kommt. Aber ich werde dem Sport auf jeden Fall treu bleiben, weil er hat mir in meinem Leben bis jetzt so viel gegeben. Von daher, es wird weitergemacht. Als Fan kann man das natürlich nur hoffen, dass man von dir weiter solche schönen Kämpfe erleben darf. Und ja, dann hoffen wir, dass wir dich ganz bald dann doch mal nochmal wiedersehen. Und ja. Nach dem Interview, gute alte Tradition, ich gebe dir die Gelegenheit, noch ein paar letzte Worte loszuwerden. Ja, zuallererst möchte ich mich gerne mal bei meiner Familie bedanken, die mich immer mit allem unterstützen, die auch, wenn ich Gewicht mache, meine Nerven ein bisschen aushalten müssen, wenn es mal an der Diät geht. Natürlich bei meinen Trainern, Micha, Marius, Wova, Jenja, Thomas, all meinen Freunden, allen Teamkameraden, die einen immer super unterstützen. Ich bedanke mich natürlich noch ganz herzlich bei meinem kleinen Sponsor, der Restaurant De Riva in Bernkastel, wo ich immer super Essen bekomme. Danke Luigi dafür. Und fette Grüße gehen raus an die Eintracht Trier. Für euch heute gekämpft, auch wenn es bei euch heute nicht geklappt hat. Macht weiter so, Jungs. Und schöne Grüße an Jonas Amberg. Das ist eine ganz lange Liste gewesen, aber ja, so ein Sieg, das ist keine Einzelleistung. Da steckt immer ganz viel dahinter. Darf man nicht vergessen. Ich bedanke mich bei dir für das Interview und wir sagen Tschüss aus Saarbrücken. Ciao. I'm in power.